So, hallo, also ich melde mich jetzt mal von meiner Terrasse und heiße euch natürlich jetzt herzlich willkommen zu eurem Sternzeichen-Reading. Und ich wollte mich nochmal für die ganzen Spenden bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, lieber Wolfgang. Du hast dir den Vogel abgeschossen. Tausend, tausend Dank. Und jetzt würde ich sagen, es geht los mit den Sternzeichen für den Oktober. Viel Spaß dabei, bleibt gesund, bis bald. So, hallo, da geht's jetzt auch schon los. Ich begrüße alle Wassermänner auf unserem Kanal Angel Readings. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen dann auch gleich mal einsteigen. Die Legetechnik, die ihr hier seht, da habe ich eine Hauptenergie, eine Klärungskarte dazu, eine Karte aus der jüngsten Vergangenheit, eine Karte, was ist denn dem Wassermann nicht bewusst, die Karte aus der geistigen Welt. Und zwei Karten. Wie geht's denn mit euch weiter, liebe Wassermänner? Du wirst jetzt gleich sehen, ob du mit dem Thema, mit der Energie, die ich hier wahrnehme, in Resonanz gehen kannst. Wenn nicht, schau dir dann bitte das Video zu deinem Aszendenten an. Da wird es wahrscheinlich eher für dich passend sein, für diesen Monat. So, da wollen wir mal schauen, was euch denn im Oktober so erwartet. Mein Impuls von dieser Legung hier geht es ganz klar um den Job, um die Arbeit. Hier in jüngster Vergangenheit, da ist jetzt schon mal das Buch gefallen. Das Buch heißt, du hast vielleicht in jüngster Vergangenheit ein Kapitel geschlossen in Sachen Arbeit, vielleicht in deiner Position, vielleicht sogar den ganzen Job, hast etwas Neues angefangen, etwas Neues kam auf dich zu in der jüngsten Vergangenheit und du bist jetzt an einem Punkt, wo du quasi einen Neuanfang machst, einen Neuanfang in einem neuen Job, einen Neuanfang in einer anderen Position, in einem neuen Projekt. Vielleicht steigst du ganz neu in irgendetwas ein. Denn hier oben, das sehen wir jetzt schon, deine Hauptenergie, der Bär. Ja, das ist in Berufsfragen, ist das immer eine autoritäre Person, eine reife autoritäre Person. Also auch der Vorgesetzte in Berufsfragen. Und die Klärungskarte dazu, was ist denn hier los in Berufsfragen? Ja, da ist das Kind gefallen. Und das Kind, das steht ja in diesem Fall ganz klar für einen Neuanfang. Ja, also deine Energie, die dein Sternzeichen in diesem Monat Oktober umgibt, da geht es um den Beruf, um einen Neuanfang für dich im Job. Und du hast vielleicht auch gedanklich nur in letzter Zeit schon das Kapitel geschlossen in deinem alten Beruf. Du magst nicht mehr, du willst nicht mehr, du willst etwas Neues tun. Ja, du möchtest etwas Neues anfangen. Die Karte, die wir hier liegen haben, das ist die Karte, was ist denn dem Wassermann nicht bewusst, also in deinem Unterbewusstsein. Ja, da geht es schon ganz schön zur Sache. Da sind die Wolken gefallen. Die stehen ja für Verwirrung, für Unklarheit, vielleicht schon ein bisschen für zögerlich sein, weil man nicht so richtig weiß, weil man nicht in die Klarheit kommt, was man denn jetzt eigentlich tun soll. Also im Unterbewusstsein bist du dir vielleicht noch ein bisschen unklar, wie es denn für dich jetzt weitergeht. Aber du hast für dich schon entschieden, dass du vielleicht etwas anderes machen möchtest. Denn die Karte aus der geistigen Welt ist ja hier auch das Labyrinth gefallen. Die steht ja so ein bisschen für die Orientierungslosigkeit. Ja, für die, ja, dafür, dass man nicht weiß, welchen Weg man einschlagen soll. Und das soll aufhören für dich. Du musst in die Klarheit kommen. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass hier die helle Seite, bei der Karte die Wolken, muss man immer beide Seiten sehen, die dunkle und die helle Seite, dass die helle Seite der Karte dem Labyrinth zugewandt ist. Und das heißt, dass du schon jetzt auch in die Klarheit kommst und dich fokussierst auf deine neue Tätigkeit, auf dein neues Projekt, auf die neue Arbeit, was da eben so auf dich zukommt im Berufsleben. Das sollst du auch klar im Kopf sein, denn das wird viel Energie kosten. Ja, das ist immer so, wenn man wo neu reinkommt oder ein neues Projekt bekommt. Das kostet erstmal viel Energie. Aber, und jetzt kommt's, die beiden Karten, die ich erbeten habe für dich, lieber Wassermann, wie geht's denn mit dir weiter? Deine Treue und deine Loyalität, die werden sich auszahlen im wahrsten Sinne des Wortes.
Denn der Hund, der steht ja immer für die Treue, für die Hingabe, für die Loyalität. Ja, im Job ist es, dass du dich auch einbringst und alles gibst für die Firma, für das Projekt oder für deine Arbeit. Und das wird belohnt werden, denn hier ganz am Ende, wie schön, da sind die Fische gefallen und in Berufsfragen steht die Karte der Fische auch für die Finanzen, für Geld, für Reichtum. Also heißt das für mich ganz klar, hier bleib am Ball in Sachen Neuanfang oder auch wenn du nur darüber nachdenkst, tu es, die Energie ist sehr, sehr gut für den Monat. Ja, du darfst nicht in die Unklarheit verfallen oder zu viel nachdenken, denn die Energie ist da. Hier liegt ein Vorgesetzter, hier liegt ein Neuanfang. Schließe mit dem Kapitel ab, was dich bedrückt. Und hier unten wirst du sehen, es wird sich lohnen, die Treue oder dir selbst auch treu zu sein, was du möchtest, was du magst, wo du hin möchtest. Denn finanziell wird sich das für dich, lieber Wassermann, auf jeden Fall lohnen. Im August gibt es die Energie her. Mach den nächsten Schritt in Sachen Job, in Sachen Karriere. Greif an, tu etwas. Es wird sich lohnen. Hier unten sieht es sehr, sehr gut aus. Ja? Mach dir nicht so viele Gedanken und halt mich mal auf dem Laufenden. Ja, wenn du ein persönliches Reading möchtest zu deinen anderen Sorgen und Problemen, wenn du da welche hast, dann schreib mich gerne an. Ich unterstütze dich gerne. Ich blende alles nach dem Video mal ein, meine Kontaktdaten. Und bis dahin bleibt gesund. Viel Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Oktober und bis bald. Tschüss.